Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Amnesia The Dark Descent. In der letzten Folge sind wir hier in diesem komischen Raum angekommen und sind jetzt auf dem Weg zum Altarraum. Puh, das ist alles so kompliziert. Na gut. Ich will auch die. Es lohnt sich halt nicht mal hier diese Texte beim Ladescreen anzufangen zu lesen, weil bevor man durch ist, sind die eh wieder weg. Also könnt ihr gerne auf Pause drücken und euch das durchlesen, wenn euch das interessiert. Boah, langsam habe ich keinen Bock mehr auf diese ganze Leserei. Ich hoffe, das wird vorgelesen. Aua! The Blood Wards are failing. The Shadow beckons. And its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Lecker. I didn't do anything. Paint the man, cut the lines, paint the man, cut the lines. Please, the man cries. Ja. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Ich verstehe das gerade irgendwie nicht ganz. Soll ich jetzt hier rausgehen? Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Aber wo ist jetzt der Teil von der Kugel? Hier nicht. Hier auch 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 nicht. Wo ist jetzt, wo ist der Teil von der Kugel? Wo? Hm. Ich gibt's ja keinen. The shadow. It's close now. Aber wo ist jetzt das Teil von der Kugel? Bin ich gerade blind? Hm. Es wirkt irgendwie alles so ein bisschen wie ein Ritual. Lol, der Typ hängt ja jetzt hier. Hang der schon vorher da? Hier ist auch noch einer. Hallo. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall strange. Aber okay. Ich erinnere mich an diesen Raum, der war nicht cool. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Ja, ich verstehe nicht ganz. Hm.
Kann man mal machen. Ich verstehe trotzdem nicht, wo hier jetzt die Kugel ist. Bitte bring mich nicht um. Ich hätte ja erwartet, die Kugel wäre hier drin, aber da ist irgendwie nicht wirklich eine Kugel drin. Der Fälscher stand völlig still, der Sarg war geschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und waren nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliert. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorne. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Das ist schon brutal. So, hier leuchtet so komisch. So. Es fehlt halt aber immer noch voll viel. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. 4 Teile. Das sind halt noch nicht alle. Würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass ich da runterspringen sollte. Kommen wir denn irgendwie auf die andere Seite? Da wird uns gewiss noch was erwarten. Ja, da vorne ist eine Brücke, das ist günstig. Von hier kamen wir ja irgendwo. Ich bin ja die ganze Zeit hier dran lang gelaufen. Von hier. Oder? Wo führt's hier hin? Ja. Genau. Okay. Moment, es führt eine Brücke dorthin und es führt eine Brücke dorthin. Nehme ich alles gerne mit. Ich halte mich halt am besten einfach nur die ganze Zeit an den Wänden. Falls halt irgendwo eine Tür ist, dann sehe ich die halt wenigstens sofort. Moment, das nehmen wir auch noch mit. So, wo bin ich hier jetzt gelandet? Da ist wieder eine Tür. Jetzt hier wieder so ein fetter Flashback. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Das ist schon irgendwie so ein bisschen brutale Scheiße hier, also... wer das jetzt zu verantworten hat, der hat schon ein paar psychische Störungen. Ein paar. So ungefähr 100% des Kopfes sind psychisch gestört, aber das ist ja nicht viel, ne? So, lesen wir uns das auch mal wieder durch. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um seine Beine legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zu schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade. Lol, wie komisch sich das anhört. Puh. Okay. Ich will diesen Hammer mitnehmen. Kann ich damit irgendjemanden verhauen? Ja, nicht so. Okay. So, von wo kamen wir jetzt? Wir kamen von links. Das heißt, wir gehen rechts weiter. Ein Teil müsste uns noch fehlen, genau. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5 meine ich. Der sechste fehlt.
Funktioniert das wohl? Lol, ist das dieser Pilz, von dem gesprochen wurde? Lol. Okay. Hier ist einfach eine Kuh. Ja, moin. Der Verräter wusste nicht, was er von dem ganzen Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Daraus konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Okay. Verstörend. Komm. Ach, Spiel. Kann ich da eigentlich einfach runter? Anscheinend schon. So. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch alle Teile, oder? Hier gibt's nichts mehr. Lol. Soll das mal jemand verstehen? Die bleiben nicht zusammen. Jetzt ist halt die Frage, was wir jetzt mit der Kugel machen. Sollen wir die jetzt auf dieses Teerding draufsetzen? Erstmal muss ich den Ausgang dafür finden, also... ja, so einfach wird das, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich gerade bin, aber... Alright, wir kriegen das schon hin. Komme ich hier irgendwie rüber? Oder führt hier die zweite Brücke hin, die ich vorhin gesehen habe? Dann wüsste ich, glaube ich, so ungefähr, wo ich bin. Ja, das sollte funktionieren. Das sollte klappen. Jetzt müsste ich eigentlich nur geradeaus laufen, oder? Ja, perfekt. So, hopp. Da bin ich jetzt mal gespannt. So. Jetzt hängen hier die Leute komischerweise nicht mehr von der Decke. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir reden jetzt, glaube ich, erstmal kurz mit dem Typen. Und dann versuchen wir das mit der Kugel, oder? Ich glaube, vielleicht sagt er uns ja noch irgendwas Interessantes, wer weiß. Okay. Die Frage ist halt jetzt, wie komme ich in das Labor rein? Das ist ja immer noch nicht offen.
Das verstehe ich leider nicht. Das bringt halt einfach nichts. Das funktioniert halt einfach nicht. Also, hier hast du einen Hammer, damit könntest du halt auch locker die Nägel rausziehen, aber er will halt einfach nicht. Ja, ich habe ja auch keinen Bock, den hier eigentlich. Ich habe auch eigentlich keinen Bock, den hier allein zurückzulassen, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wir können hier jetzt nochmal gern überall reinschauen, aber es wird halt nichts bringen. Hier habe ich ja schon überall geguckt. Wir müssen halt irgendwie in dieses Labor rein, das weiß ich noch. Nichts. Nichts. Das Ganze scheint sich halt auch schon dem Ende zu neigen. Also wir sind schon sehr, sehr nah dran, so wie ich das sehe. So, auch nichts. Wir gehen mal durch. Wir setzen die Kugel jetzt noch nicht zusammen, aber wir gucken uns da mal um. Vielleicht liegt da noch irgendwo was rum. Ansonsten muss ich halt noch eine Runde suchen. Notfalls schaue ich es halt einfach nach, weil irgendwann sehe ich es halt auch nicht mehr ein, sage ich ganz ehrlich. So. Ach, leck mich. Aua. Als ob da halt einfach drei davon stehen. Au. Das ist aber unhöflich. War das beabsichtigt? Ich glaube, das war beabsichtigt, oder? Haben die uns jetzt irgendwo eingesperrt? Weil da stand Schlaf und... Ich weiß nicht. Oh. Irgendwie erinnere ich mich hier so ein bisschen dran. Jetzt machen wir hier einen auf Prisoner Escaper Dingens. Das scheint nicht zu funktionieren, aber ich habe ja noch meine Sachen. Hoppala. Ups, euer Knast ist eingestürzt. Komm schon, nimm es. Oh Gott, wisst ihr was? Ach nee, ich muss es ja lesen, sonst verstehe ich die Story wieder nicht, ne? Das lesen wir jetzt noch kurz und dann beenden wir die Folge. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen.
Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Klauen. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Tja. Gut, aber ich würde sagen, wie wir hier jetzt aus diesem Knast entfliehen und was wir hier noch so finden, da schauen wir uns in der nächsten Folge an. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich immer sehr und bis zur nächsten Folge.